Ja, ich stehe hier nicht nur als Mitglied der Piratenpartei in Berlin, nicht nur als BVV-Verordneter in Steglitz-Zehlendorf, sondern ich stehe auch hier als Flüchtling. Ich bin vor reichlich vielen Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen, hier gut aufgenommen worden, hier nicht ausgegrenzt worden, sondern gut und human behandelt worden. Unser Staat hier ist ein Rechtsstaat. Er darf, soll und muss nach Gesetz handeln. Die Verwaltung, die hier, vor der wir stehen, kann nicht anders. Aber ich will, dass dieser Staat auch ein humaner Staat ist. Und human ein Staat, der wirklich menschlich handelt, das geht ein Stück weit darüber hinaus. Das sagt, wenn Recht nicht mehr richtig ist, dann wollen wir ein Mehr haben. Und das sind unsere Forderungen hier. Deshalb stehen wir hier als die Parteien, die einen entsprechenden Antrag stellen werden. Deshalb stehen wir hier als die Partei der Opposition, die die beiden Regierungsparteien CDU und SPD auffordern, sich dem anzuschließen. Deshalb stehen wir da, als allererstes zu fordern, Abschiebestopp. Jetzt ganz deutlich, der Herr Innensenator, vor dessen Haus wir ja hier auch stehen, ist auch für Soziales zuständig. Er weiß und muss wissen, dass alle, die ohne Obdach sind hier in Berlin, ein Recht auf eine warme, ordentliche Unterkunft haben. Manchmal ist es schwierig, das durchzusetzen. Wieso wollen wir dann Menschen abschieben in Kälte, in Obdachlosigkeit, dorthin, wo sie nichts, keine Versorgung, kein gar nichts haben? Das ist nicht human, das ist unserer nicht würdig. Deshalb Abschiebestopp jetzt sofort. Ich danke Ihnen.